vorläufige Ergebnis für Viktoria Michalko und Wasabi 70,58. Wenn sich das bestätigt, übernehmen die beiden die Führung. Weihegold OLD. Weihegold neunjährig. Eine Tochter von Don Schufro, aus einer Sandro-Hittmutter gezogen, von Inge Bastian und im Besitz der Familie Arns Krogmann. Beatrice Buchwald heißt die Reiterin. Sie ist B-Reiterin im Stall von Isabel Wirt. Isabel Wirt ist natürlich auch ihre Trainerin. Und Isabel Wirt hat sich zwischenzeitlich auch schon mal selbst in den Sattel von Weihegold gesetzt, hat sie in Oldenburg Grand Prix geritten, übrigens mit klasse Ergebnissen, weil sie dem Pferd noch ein bisschen mehr Sicherheit geben wollte im Grand Prix-Sport. Denn sie sagt, Beatrice und Weihegold, die sind beide noch nicht so erfahren. Damit wollte sie dem Paar, nicht nur dem Pferd, dem Paar noch mal ein bisschen mehr Schub nach vorne verleihen. Denn eins, sagt Isabel Wirt ganz klar, für mich sind die beiden unbedingt ein Paar für die Zukunft. Vielleicht sogar fürs Team. Sie kommt dann natürlich aus der Passage super rein in die Piaffe. Piaffe dann sehr engagiert und auch wieder sehr schön taktmäßig daraus. Also das ist schon alles super aus einem Guss. Übergang nicht ganz so schön gelungen in die Passage. Sie haben es gesehen, da hat sie ein bisschen einen kleinen Bruch im Bewegungsablauf drin gehabt. Da kommt sie jetzt aber wieder schön rhythmisch. Ja, Taktlos, Gelassenheit, das sind ja die Stichworte, ne? Die muss man sich auch immer wieder in den Kopf rufen, auch wenn wir hier im Grand Prix Sport unterwegs sind. Aber die Stute, zack, schaltet sie um. Okay, loslassen, lang werden, Schritt gehen. Sehr schön. Die Stute wurde in diesem Jahr in Stuttgart auch mit dem Otto-Lörke-Preis ausgezeichnet. Der Otto-Lörke-Preis wird immer vergeben für das beste Grand Prix-Nachwuchspferd Deutschlands. Dieses Jahr erstmals übrigens an drei Pferde vergeben. Eins davon war Weihegold. Ja, Isabel Wirt ist nicht nur Vollblutreiterin, sie ist auch Vollbluttrainerin. Man sieht sie mitreitend da vorne am Eingang.
Hoi, Rechtspirouette, noch schöner als Linkspirouette, ne? Noch gesetzter, noch kontrollierter, noch, blödes Wort, aber stimmt, noch ordentlicher. Und ordentlich heißt ja auch immer, dass da eine Kontrolle ist und dass da ein Team unterwegs ist. Und ich meine, die zwei haben nochmal einen Riesenschritt jetzt gemacht. War da ein Zweier? Jetzt habe ich vor lauter Reden das Gucken vergessen. Ich meine fast, da waren Zweier drin in den Einerwechsel. Jo, da gibt's für die Pirouette rechts, sehe ich gerade, auch eine 8,5. Und ja, da hat sie sich verzählt in den Einerwechseln. Da gibt's leider nur die 4. Schönes Bild. Gucken Sie noch mal dahin. Engagiert, schön im Ablauf. Die will das, ja. Okay, die brauchen sicherlich noch einen Hauch mehr Routine. Aber die Stute bringt, glaube ich, wirklich alles mit, was wir brauchen für den Grand Prix-Sport. Und die zwei haben sich schon super entwickelt. Übrigens ein Paar, was die Variante gewählt hat, auch heute schon, ohne Gerte hier anzutreten. Ne? Die meisten anderen Paare haben heute noch dieses kleine Hilfsmittelchen hier mitgebracht, um ihre Pferde zu unterstützen. Aber Beatrice Buchwald hat Variante B genommen, auch heute schon ohne Stöckchen. Fraglos eine klasse Runde. Beatrice Buchwald und ihre Nürnberger Burgpokal-Finalsiegerin Weihegold OLD, ausgezeichnet mit dem Otto-Lörke-Preis. Und wenn wir das hier gesehen haben, dann wissen wir auch, warum. So, und das Ergebnis für Vicky Michalke wurde bestätigt mit 70,58. Das ist bisher die Führung. Das könnte aber sein, dass sie die auch gleich wieder los ist. Und im Sattel vom Eisport.